Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus und heute gibt es mal wieder ein paar Infos für euch, so auf den Sonntag einfach mal wieder drauf losgequatscht über ja, meinen Kanal und über einige Projekte. Destiny kommt ja jetzt bald König der Besessenen raus und nächste Woche wird es auch dann einige Destiny-Videos wieder mehr geben, weil da neue Spielmodi und so schon spielbar sind für eine Woche, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Destiny wird wieder mehr werden, auf jeden Fall. Dann kommen neue Inhalte, dann kann man mal wieder ein bisschen mehr zocken. So. Und ich habe mir jetzt sogar auf der Xbox jetzt auch noch beide DLCs gekauft. Also die ersten beiden, Haus der Wölfe und mit hier, ne? Das erste halt, Dunkelheit lauert, so hieß das, genau. Ja, die beiden DLCs habe ich mir auch noch auf der Xbox gekauft, weil es mich selbst immer ein bisschen gestört hat, dass ich auf der Xbox kaum was machen konnte. Ich habe ja ein bisschen PvP gespielt, aber wenn man da keine DLCs hatte, konnte man einige tägliche nicht machen und Strikes, da fehlen auch einige, Dämmerungsstrike und so weiter, hat mich immer ein bisschen gestört und deswegen habe ich auf der Xbox jetzt auch noch die beiden ersten DLCs geholt. König der Besessenen werde ich erstmal nur auf der PlayStation 4 spielen, das ist einfach meine Hauptkonsole, für die PlayStation 4 habe ich das auch vorbestellt. Also sobald König der Besessenen da ist, gibt es da richtig, oder was heißt richtig viel, erstmal wieder ganz normal Destiny-Videos. Und ab nächste Woche der große Waffenpatch kommt und dann sind die zwei Spielmodi aus König der Besessenen eine Woche lang spielbar. Da wird es auf jeden Fall auch ja, Videomaterial von mir geben. Das werde ich auch auf der PlayStation 4, denke ich, spielen. Na, vielleicht schaue ich mal auf der Xbox auch mal drauf, auch mal rein. Schaue ich mal. So, auf meinem Kanal laufen ja jetzt einige Projekte. Until Dawn wird es wie gehabt weitergeben, immer um 19 Uhr, immer täglich 19 Uhr Until Dawn, falls sich da einige noch nicht dran gewöhnt haben, um welche Uhrzeit es immer kommt, also täglich 19 Uhr Until Dawn, bis das durch ist. Ja, danach schaue ich mal, wenn viele Leute in die Kommentare schreiben, mach doch noch einen Durchgang, um vielleicht irgendwie, keine Ahnung, alles sterben zu lassen oder sonst irgendwas. Dann könnt ihr das nach dem Projekt in der letzten Folge dann gerne in die Kommentare schreiben. Dann Elder Scrolls Online, das Let's Play. Da habe ich ja schon im Elder Scrolls Online Video was zu gesagt. Kommt weiterhin. Und zwar immer montags 12 Uhr und Donnerstag 12 Uhr kommt Elder Scrolls Online auf meinem Kanal. Dann läuft dann noch im Moment Metal Gear Solid. Und da muss ich jetzt das erste Mal sagen, habe ich noch nie gemacht, werde ich das Let's Play so nicht weiterführen. Ich werde das eher jetzt als angespielt Projekt bezeichnen, um euch das Spiel mal zu präsentieren, wie das war und so. Der Anfang hat sich dafür sehr gut geeignet, da war richtig viel los. Es ist ein super, super Spiel, ich habe mich auch richtig drauf gefreut und ich werde es auch privat durchspielen, weil ich da richtig Bock drauf habe. Aber ich habe jetzt gemerkt in den Folgen oder auch jetzt in den Folgen, die ich noch aufgenommen hatte, die jetzt aber nicht mehr kommen werden, wo die ganzen Missionen angefangen haben, dass es für mich selbst nicht als Let's Play funktioniert. Ich fühle mich da nicht ganz so wohl wie bei anderen Projekten. Ich kann euch ja auch erklären, warum. Und zwar ist es ein sehr, sehr taktisches Spiel, wo man wirklich viel überlegen muss, wie man vorgeht, um in diese ganzen Lager einzubrechen und da an den Wachen vorbeizuschleichen und alle markieren und so weiter. Da ist nicht so viel Action drin. Also kommt auch an, wie man spielt. Aber ich bin eher in solchen Spielen der vorsichtige Typ, der gerne ja schon das Schleichen richtig ausnutzen möchte. Und da habe ich gemerkt, als ich die Folgen aufgenommen habe, dass es zum Anschauen bei mir ein bisschen zu langweilig ist. Weil ich halt, wie gesagt, da so ein vorsichtiger Spieler bin und die ganzen Wachen erstmal beobachte, wie sind die Laufwege, wo gehen die hin. Und im Metal Gear ist es so, dass das ganze Spiel immer auf solchen Missionen basiert. Man geht von einer Mission zur anderen und zwischendrin gibt es dann halt diese Story-Elemente. Aber die Mission, die man spielt, wie man da vorgeht, kann man sich natürlich aussuchen, aber der Aufbau ist immer ziemlich gleich. Man muss erstmal in so ein Gefangenenlager rein und da irgendwelche Ziele machen. Entweder einen ausschalten, entweder Geiseln rausholen oder sonst irgendwas. Wenn man das selber spielt, ist es richtig, richtig cool. Man geht, überlegt sehr viel, wie man da vorgehen kann und so. Macht richtig Spaß, wenn man es selber spielt. Aber ich finde, zum Anschauen ist es nicht so gut. Und das ist ja das Wichtigste, wenn man Let's Play macht, dass es zum Anschauen ja, für die Zuschauer Spaß machen soll, zuzugucken. Und da habe ich
gemerkt, dass es bei Metal Gear nicht so der Fall ist. Auch wenn ich meine eigenen Videos danach angeschaut habe. Ich schaue meine Videos ja immer selber an. Und wenn ich selbst merke, ich habe nicht so viel Spaß, meine eigenen Videos anzugucken, weil ich einfach ein zu vorsichtiger und zu taktischer Spieler bin, dann klappt es einfach nicht. Und ich habe mir immer gesagt, Videos, die ich selbst nicht schauen würde, werde ich auch nicht auf meinem Kanal hochladen. Also die müssen mir selbst auch schon gefallen, bevor ich sie euch vor die Nase setze. Also wenn ich mit meinen Videos nicht zufrieden bin, dann möchte ich auch die keinen anderen Zuschauer anbieten. Und ja, wie gesagt, also Metal Gear, richtig geiles Spiel. Ich werde es auch weiter spielen. Mir macht es sehr, sehr, sehr viel Spaß. Aber als Let's Play finde ich es nicht wirklich passend. Der Anfang, der war natürlich sehr, sehr rasant, was da alles passiert ist und so weiter. Aber wenn es jetzt in die Missionen geht und man selber überlegen muss, wie man in die Mission vorgeht, eignet sich das einfach nicht als Let's Play. Also das ist meine Meinung. Andere YouTuber, die Let's Playen das, ich habe da noch nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, wie die ihre Mission spielen, um das interessant zu gestalten. Der Anfang kann natürlich, weil alles neu ist, gut sein, aber das ist ein sehr, sehr langes Spiel. Das soll über 30 Stunden Spielzeit haben. Und wenn sich die Mission und die Vorgehensweise in den 30 Stunden immer und immer wieder wiederholt, das ist ja meine Überlegung gewesen, dann wer schaltet denn da noch ein? Wenn ich nach einer fünften Mission wieder in so ein Lager rein muss, um da wieder irgendeine Geisel zu retten oder Informationen zu scannen oder einen Typen auszuschalten, dann ja, hat sich das irgendwann ausgelutscht von den Videos her. Selber spielen ist immer was anderes, weil du mittendrin bist. Man ist mittendrin und überlegt, wie gehe ich vor? Wie komme ich am besten an den drei Wachen ran, die da vorne Patrouille laufen und so weiter. Das macht Spaß, wenn man das selber spielt. Aber wie gesagt, es funktioniert für mich nicht als Let's Play. Ich fühle mich da nicht so wohl und ich habe mich, wie gesagt, riesig auf das Spiel gefreut und möchte mir selber das Spielerlebnis nicht kaputt machen lassen. Indem ich da das als Let's Play die ganze Zeit aufnehmen muss, sozusagen. Ich möchte mir da den Zwang nicht geben bei dem Spiel, weil ich, wie gesagt, nicht finde, dass es der richtige Titel ist, um da ein langfristiges Let's Play draus zu machen. Also werde ich das Projekt erstmal auf meinem Kanal beenden. Als angespielt habe ich jetzt die Titel auch schon geändert, dass es ein angespieltes. Für Leute, die sich das Spiel selber kaufen möchten, die können sich da natürlich Informationen holen und sich das anschauen, ob das was für euch ist. Wie gesagt, es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Spiel. Die ganzen Schleichmechaniken funktionieren auch alle richtig, richtig gut. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, das selbst zu spielen und das werde ich auch privat machen. Aber als Let's Play-Projekt funktioniert es für mich nicht. Das ist das erste Mal auf meinem Kanal, solange wie mein Kanal jetzt offen ist, ein Jahr, dass ich ein Let's Play nicht weitermache nach 6 Episoden, wo ich selber merke, es funktioniert einfach nicht. Ist auch eine neue Erfahrung für mich, aber ja, kommt halt vor, würde ich mal sagen. Dafür laufen aber die anderen Projekte ganz normal weiter, die ich angesprochen hatte. Vielleicht kommen ja vielleicht irgendwann nochmal was Neues dazu. Also es kommen ja jetzt im Herbst sowieso noch mehrere Spiele. Nächsten Monat im Oktober, da kommt noch Assassin's Creed. Assassin's Creed werde ich auf jeden Fall auch spielen. Dann kommt noch die Beta von Rainbow Six, die ich spielen werde. Dann kommt die Beta Anfang Oktober, die Beta von Star Wars Battlefront. Die habe ich auch schon eingeplant für meinen Kanal. Star Wars Battlefront möchte ich auch spielen. Also das ist nicht so, dass nichts mehr kommt oder in Zukunft nicht viel geplant ist. Da kommen genug Spiele diesen Herbst und ich denke, da ist nicht so schlimm, dass Metal Gear da jetzt rausfällt. Dann habe ich natürlich auch wieder Zeit, um die ganzen anderen Projekte dann ordentlich für euch zu präsentieren. Und das ist mir wichtig, dass ich etwas präsentieren kann, mit dem ich selber zufrieden bin und was ich euch dann zeigen kann. Zum Beispiel bei Until Dawn zum Beispiel bin ich sehr, sehr zufrieden eigentlich mit meinen Videos und glaube, dass ich die ganz gut hingekriegt habe. Ansonsten schreibt mir Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Ich lese alles durch. Und ja, bei Metal Gear habe ich mich halt jetzt wirklich selber stark kritisiert, dass ich gemerkt habe, das ist nicht gut, das läuft nicht. Das läuft einfach für mich nicht. Und ja, ich möchte da auch nicht irgendwie halbherzig da irgendwie was hinklatschen, nur um irgendwie die Aufrufe für Metal Gear da reinzuholen. Nee,
So einer bin ich auch nicht. Also wenn ich ein Let's Play mache, dann möchte ich auch ordentliche Arbeit abliefern und nichts halbherzig dahin geklatscht und jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Folgen raushauen am Stück, die einfach so herzlos sind. Da bin ich nicht der Typ für. Ich mache auch gerne Let's Play und das möchte ich auch in den Videos vermitteln, dass ich das gerne mache und da ich habe da selber auch so einen gewissen Anspruch an die Let's Plays. Ich möchte, dass die ordentlich sind. Ich möchte mir da Mühe geben. Und deswegen bin ich keiner, der einfach jedes Spiel einfach raushaut wie sonst was. Nur schnell, 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 viel, 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 um da die Aufrufe zu holen. So ein Typ YouTuber bin ich nicht. Ich möchte ordentliche Arbeit abliefern, ordentliche Videos, mit denen ich selber zufrieden bin. Und da habe ich halt bei Metal Gear gemerkt, da funktioniert es für mich nicht. Und deswegen werde ich das privat weiterspielen, weil wie gesagt, es ist ein super Spiel. Und ich finde es gut. Also, nächste Woche Destiny ist auch nicht mehr so viel. Heute ist schon Sonntag. Am Dienstag kommt das Update. Oder Montag? Nee, Dienstag. Dienstag kommt das große Update, das Waffen-Update. Und dann kommen auch die beiden Spielmodi, die dann spielbar sind. Ich freue mich drauf, dann mal wieder hier Mayhem und sowas spielen zu können. Habe ich richtig Bock drauf. Und Rift muss man schauen, wie sich das dann spielt. Wir werden auf jeden Fall als Team wieder unterwegs sein. Pro NDC, der Deagle, der wird da auch auf jeden Fall wieder mit am Start sein. Und dann hauen wir da mal wieder ordentlich rein. Und Nexos, habe ich gehört, der freut sich auch schon drauf. Eigentlich freuen wir alle freuen uns riesig, dass jetzt bald endlich König der Besessenen vor der Tür steht und da mal wieder was los ist in Destiny, weil im Moment, das war einfach die Luft raus, muss ich sagen. Und ihr habt ja selber gemerkt, dass es wenig Destiny gab auf meinem Kanal, aber dafür können wir jetzt bei König der Besessenen wieder richtig, richtig loslegen. Leider kommt der neue Raid, ein paar Tage später, nicht direkt zum Release, aber dann kann man sich auch die ganzen Missionen mal durchgucken. Also Missionen wird es auf jeden Fall wieder auf meinem Kanal geben. Ganz normale Let's Play für die König der Besessenen Story. Und dann viel PvP. Ich möchte die neuen Subclasses da durchspielen. Freue mich da schon sehr auf meinen Jäger. Und es könnte jetzt wirklich das erste Mal sein, dass ich den Titan gut finde im PvP. Weil vorher so Striker, Titan oder Verteidiger. Ich bin damit im PvP nie so erfolgreich gewesen, hat mir irgendwie nie so zugesagt, der Titan. Und jetzt aber der neue Titan mit dem Hammer und sowas. Ich habe den ja auf der Messe schon gespielt, auf der Gamescom. Richtig, richtig geil. Also wenn ihr vorher schon Titan gerne gespielt habt, dann spielt ihr den dann auf jeden Fall gerne. Und wenn ihr kein Titan-Spieler seid, dann schaut euch auf jeden Fall den neuen mit dem Hammer an. Die neue Klasse, also die Subclass, die er dann ist, den Hammerwerfer. Richtig geiles Teil, macht Spaß. So, also das waren ein paar Infos dazu, wie es mit Metal Gear halt auf meinem Kanal weitergeht oder wie es eher gesagt nicht mehr mit Metal Gear weitergeht auf meinem Kanal. Until Dawn, jeden Tag 19 Uhr, Elder Scrolls Online, Montag 12 Uhr, Donnerstag 12 Uhr und Destiny, PvP und so weiter immer dazwischen, so wie ich gerade Lust habe, da im Moment Destiny zu spielen und ab nächste Woche wieder mehr Destiny-Videos, wenn die ganzen neuen Spielmodi dazu zur Verfügung sind. Und ab nächster Woche dann ab 15. September König der Besessenen. So, das sind meine Pläne für diesen Monat. So, ganz einfach. Und dann haben ja noch einige in den Kommentaren gefragt, ich sollte mal so ein FHQ machen. Nee, FAQ. FAQ. Fact. Also Fragen und Antworten und so weiter. Weiß ich nicht. Findet ihr das interessant? Ich meine, ich bin doch kein bekannte Person, wo man irgendwie viel irgendwie Fragen beantworten könnte, oder? Also ich finde mich da selbst nicht so wichtig. Ich finde die Spiele, die ich zeige, finde ich viel wichtiger als mich selbst. Ich weiß nicht, habt ihr da Interesse dran? Dann überlege ich mir da mal was, ob man da was machen könnte. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas haben möchtet. Wie gesagt, ich selbst finde das eigentlich nicht, ich weiß nicht, für meine Person aus nicht so interessant. Aber gut, wenn ihr das möchtet, dann schaue ich mal. Also schreibt das in die Kommentare, ob ihr so ein Frage-Antwort-Video haben möchtet, dann kann ich das vielleicht mal einrichten. Natürlich nicht jede Woche, dafür ist das ein bisschen zu übertrieben. Wie gesagt, ich bin doch erst ein Jahr auf YouTube, da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich bin noch Neuling hier. Ich muss selber noch mal lernen und man merkt das, dass ich immer noch auch in der
in der Selbstfindungsphase bin auf YouTube, was für mich funktioniert und was nicht. Und da habe ich ja jetzt, wie gesagt, gelernt, dass Metal Gear für mich als Let's Play nicht funktioniert. Deswegen werde ich das schön privat weiterspielen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. So, jetzt habe ich hier schon wieder 15 Minuten irgendwas gelabert hier. Aber ihr wisst ja, so geht es im September weiter, was jetzt auf dem Kanal abgeht. Und im Oktober dann kommen noch ein paar neue Projekte dazu. Assassin's Creed zum Beispiel, das habe ich ja in Unity auch ganz gut gemacht, finde ich. Und das wird auf jeden Fall auch kommen. So, das war's jetzt aber. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Leute. Vielen Dank, dass ihr mir hier kurz zugehört habt. Und ja, alles andere, schreibt das in die Kommentare. Ich lese mir alles durch, wisst ihr ja schon. Und ja, ich bedanke mich also fürs Einschalten. Und haut rein, Leute. Bis dann, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.